herzlich willkommen zurück zu Let's Play South Park, The Stick of Truth. Ich sollte auch aus dem Pausenmenü vielleicht rausgehen. Wir wollen keine Müdigkeit verschützen und gleich mal ein bisschen Gas geben hier. Was haben wir denn hier? Barbarenrüstung. Naja. Was kann denn die Barbarenrüstung? Oh. Das klingt gar nicht mal so doof. Ich sehe richtig. Aha. Aus. Reden wir nicht drüber. Und dann noch irgendeinen tollen Aufsatz dazu. Vielleicht. Den da. Das klingt ja. Das sieht ja ziemlich fett aus. Nehmen wir das so doch, ne? Sehr schön. Hallo. Je suis libre! Je suis libre! Oh. Mais vous besoin de collections traduites? Ok. Celle-là, ça se traduit par celle-là. Celle-là, ça se traduit par celle-là. Voilà! Bonjour! Merci beaucoup! Quest erfüllt. Oh, Kanada! Und jetzt bringe die Übersetzerliste zu Annie. Endlich! Oh! Na, vielleicht sollte ich erstmal wieder meine Kohle wechseln. Kanadisches Geld eintauschen. Kanadisches Geld. Das dauert ja Gott sei Dank nicht lange. Können nicht das gleiche Geld haben. Habe ich jetzt noch irgendwie? Sieht nicht so aus, als ob ich einen Kranz hätte. Da immerhin. Lass mich durch, ich bin Arzt. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken. Vielmehr etwa jetzt wieder die Aufsätze. Verschwinden die? Tatsache, die verschwinden wieder. Ha. Okay. Warum auch nicht? Dankeschön. Wir müssen wieder zurück. Ich hoffe, wir gehen hier richtig. Nein. Ah, bin ich am Baum hängen geblieben. Na dann. Das drückt gleich mal schön, ne? Jetzt bin ich noch den Diskus testen. Ganz vergessen. So wirft man ihn. Also man muss mehrmals klicken. Alles klar. Legt euch nicht mit dem Dragonborn an, ihr Nazi-Zombies? Nicht du. Dann geht's hier lang. Dann kann ich da lang. Dann kann ich hier lang. War ich hier nicht schon mal? Oh Gott. Oh Gott. Was, wenn ich hier lang gehe? Über dem Fluss nach. Ist auf einmal kein Fluss da.
Was, wenn ich hier lang gehe? Oh, oh. Ah. Na, immerhin. Das ist doch schon mal besser, als in Kanada zu hausen. Stehen zu müssen. Ihr wisst schon. Jetzt muss ich zurück zu Annie, ne? Welcher Wegpunkt ist da am nächsten? Der da. Timma! Tam tam tamma! Duck-di-du. Hopp 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 hopp. Hopp hopp. Ja. Nancy Turner, 3:30 p.m. That's Heidi's mom! So Heidi Turner was the two-faced bitch! The evidence is irrefutable. Thanks, new kid. We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Freaking whore! Two-faced butt rag! Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass! But Heidi's really sorry, so we're deciding to forgive her. I love you guys so much. We love you too, Heidi! Yay! Yay, Heidi! Well, new kid, so you have our services. Tell the boys we will play their game. Yeah. Neue Freunde und ein Level Up. Das läuft doch wie am Schnürchen. Aber was kann ich denn noch aufwerten? Ach, pack mal einfach hier rein. Ich habe Vorteile, siehst du? Habe ich auch noch was. Das ist nett. Gut, dann gehen wir zurück zu Kyle. Und oh. Das ist ein schön Pokémon. Eine Valkyrenrüstung. Wow. Wie schwul. That's a hot nose. You're totally hot. The girls will be ready to help you whenever you need us. Das ist nett von euch. Jetzt mal gucken, was die Valkyrenrüstung so kann. Oh. Nein, danke. Da bleibe ich lieber da. Bleibe ich lieber da. Nee, nee. Ich würde interessieren, wo diese Höhle der Mädchen überhaupt ist. Echt? Da drin? Jetzt habe ich auch dieses Geheimnis gelüftet. Dann muss ich jetzt zurück zu Kyle. Praktisch, dass er hier ist. Let us besiege the army of darkness with the courage of dragons. Let us delve their dark.
dungeon with swords and sorcery! Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons! Kevin, god damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. Armies of Justice! Prepare! Ready! And... let's meet up there! Los geht's. Superheld. Gleich mal gucken, was ist das für ein Flicken? Ist das vielleicht ein Waffenflicken? Superheld. Handschocker. Das nehmen wir mal mit, auf alle Fälle auf die Waffe. Und das nehmen wir noch mit. Ups, nee, das so und das so. So ist schön. Und hier gucke ich nochmal im Superheld. 20% mehr. Nett, nett. Dann müssen wir mal mit der Nagasaki hier loslegen. Falsche Richtung, aber ging. Kann ich das Ding irgendwie abschießen? Vermutlich nicht. Brauche ich den verstohlenen Quietscher? Sieg! Kann ich irgendwie das Ding hier abstellen? Oh nein, da lasse ich mich lieber schocken. Ich muss trotzdem den Generator abstellen. Ah, mit der Sonde. Ich sehe schon. Mal sehen, was der hier versteckt hat. Geld, ja. Oh, ein Löchlein. Was ist wohl da drin in diesem Löchlein? Noch mehr. Warum bin ich noch hier lang gegangen? Au! Den habe ich ja voll übersehen. Aua. Na schön. Das ist nicht anders gewollt. Los, Butters, gib alles. Schön gemacht, Butters. Schönes Ding. Was haben wir denn hier? Ein Feuerzeug, aha. Draußen tobt der Kampf. Und ich bin hier unten noch unterwegs. Ah, okay. So wäre das dann. Was haben wir hier oben? Ah. Da geht's nach draußen. Was für Wege nehme ich da? Schön. Mal testen. Habe ich was von der Nagasaki hier?
Vielleicht sollte ich mich mal wieder größer machen. Okay, die Nagasaki funktioniert hier drin wohl nicht so wirklich. Nein, das wollte ich jetzt nicht tun. Können die da unten zu mir? Nein, 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 nein. Hm. Jetzt sitze ich ein bisschen fest hier. Was tue ich nur? Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Scheiß drauf! Kämpfen! Schwach gegen Angewidert, schwach gegen Frost, schwach gegen Feuer. Der hat Rüstung. Na schön. Au. Aua. Nicht gut. Bam. Gut, dass ich das habe. Und das geht's. Schön, schön. Gut. Wow. Huhuhu. Ich glaube, ich muss die einfach alle so ausschalten. Das soll nicht mein Problem sein. Schwach gegen Angewidert, schwach gegen Frost und der hat Schild. Na gut. Jetzt kann Butters gleich mal mit seinen Schocks loslegen. Tja. Nicht schlecht. Aber ich bin hier immer noch. But das hat auch noch ein paar Schocks übrig. Schönes Ding. Schönes Ding, but das. Ritterstulpen. Aha. Bleibe ich aber lieber da bei den Ritterhandschuhen. Weil die sind irgendwie besser, finde ich. Habe ich es davon, wenn ich das Ding hier anfurze? Nicht wirklich. Dann gehen wir weiter. Zombies. War das gerade so gut, was ich gemacht habe? Ist das Cartmans Katze? Okay, die kriege ich nicht runter.
will nicht kämpfen, aber ich muss wohl. Oh Mann. Wir gehen gleich mal in die Vollen. Das war gut. Jetzt ist nämlich Butters dran. Zeig dir mal, was Sache ist. Oder auch nicht. Der verdammt viel Rüstung. Ich werde die Gelegenheit nutzen, mir die Macht aufzufüllen. Butters kann nochmal Professor Chaos entfesseln. Vielleicht habe ich Glück. Na schön. Und? Boah. Geht durch. Wie viel AP hat der Kerl noch? Ach, versuchen wir es. Oh, verklickt. Egal. Ach, verreck doch endlich. Ach, jetzt habe ich vergessen, dass das nicht funktioniert. Gerade voll irritiert, dass der wieder aufgestanden ist. Ich helfe ihm mal eben ein bisschen aus. Danke, Mr. Sklave. Sehr nett von Ihnen. I've seen things. Terrible things. So. Da. Ah, mit der Nagasaki. Ich sehe schon. Nagasaki. Schön. Das war magisch. Ah, danke. Oh nein. Alles voller gefährlicher Feinde. Och komm, dem werde ich noch eben kurz helfen. Oder Butters. Können wir dem helfen? Anscheinend nicht. Dann machen wir es auf die gute alte Methode. Die Nagasaki funktioniert wohl nicht immer. Zu groß ist die Macht. Da. Dragon Shout. Danke, Ike. Wie auch immer, wie wir die ganzen anderen Türme einnehmen und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play South Park, den Stab der Wahrheit. Ich bin Ike, das ist Sensoron. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.